So, meine lieben Butterblümchen, hier ist die Schuseline nochmal. Wie versprochen mit einem Orakelchen. Und zwar ein Tagesorakel. Wir schauen einfach mal allgemeine Themen. Was möchte die geistige Welt dir heute mitteilen? Was möchte die geistige Welt dir heute mit auf den Weg geben? Und da schauen wir jetzt hin. So, los geht's. Okay, da sind noch welche gewesen. Ich sortiere mir die Blumen, die Karten, die Blumen, die Karten noch abfackeln. So, ich glaube, das war's jetzt. Einmal durchgucken. Ja. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ne? So, oh. Stress kommt auf dich zu. Kleines Drama aufgrund einer Lüge. Aufgrund von Lügen gibt es ein Drama. Es kann sein, dass du da schwer im Herzen gekränkt wurdest oder verletzt wurdest. Es kann, okay, das Ganze kommt sehr plötzlich und kann, es kann ein Konflikt mit einer Freundin sein. Es kann ein Konflikt mit einem Arbeitgeber, mit Arbeitskollegen, sowas in der Richtung. Auf jeden Fall. Kommt ein kleines Drama auf dich zu, wenn du nicht schon drin steckst. So, das Ganze gibt plötzlich, kann auch eine behördliche Geschichte sein, die sich da plötzlich, vielleicht willst du dich auch selbstständig machen, aus ganzem Herzen. Und weißt du was? Hier hat sich doppelt dreifach bestätigt. Geh bitte deinen Weg des Herzens. Was du fühlst, wenn du in deinem Herzen einen Ruf fühlst, geh diesen Weg. Denn, das führt wieder, du bist so ein bisschen aus dem Gleichgewicht innerlich. Das heißt, vielleicht ist das Ganze ein bisschen zur negativen Seite gekippt. Das macht auch viele äußere Umstände sind daran schuld. Aber weißt du was? Find die Liebe wieder zu dir, in dir, dein Gleichgewicht. Entscheide aus dem Herzen und vor allen Dingen geh nicht in die Angst, geh nicht in die Sorge, sondern leb aus dem Moment heraus. Das ist so das. Du erfährst spirituelle Entfaltung. Ich werde verrückt. Das hatten wir gerade schon bei der Liebeslegung. Ich werde verrückt. Also, Pubbeli, du wirst sozusagen wachgeküsst von deinem höheren Selbst. Hier gehst du deinen Herzensweg und du wirst ja vielleicht mit Dingen konfrontiert, mit neuen Phänomenen oder magischen Momenten, die du so in deinem Leben nicht kanntest. Denn hier, wenn du dein Herz öffnest dafür, für die geistige Welt, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, geistig, bewusst, dann kann ich dir eins sagen, wirst du deinen Herzensweg gehen können und diese Menschen auch in dein Leben ziehen. Schnubbelhase, das wird alle gut. Und jetzt muss ich mich leider verabschieden. Ich hab euch alle unheimlich lieb und schön, dass es euch gibt. Tschö mit Ö. Kuss auf die Nuss habe ich auch noch vergessen.